Eieiei, das nenne ich mal große Mokris. Du bist ein Waldverräter, Kupo. Kuplo. Du solltest dich was schämen. Bitte nicht, Kupo. Ihr müsst aufhören. Der große König wird ganz viel Kristalle nehmen. Den Wald verdorren lassen. Versteht ihr nicht, Kupo? Aha, bei jedem Wehwehchen gleich zu den Stadtleuten laufen. Toll, Kupo. Das haben wir gern. Ihr Störenfriede. Die Galeer wollten den Wald kaputt machen. Ihr Stadtleute und die dummen Silfen können sich nicht aufhalten. Genau, nur die Mokrigade kann das Kupo. Macht euch bereit für den größten, weisesten, allergütigsten König. König Mogul Mok. Der Zwölfte? Doch, der Zwölfte. Er wird euch lehren, eure übergroßen Nasen in fremden Angelegenheiten zu stecken. Eieiei. Ich kämpfe nicht gegen Mokris. Das wird schon mal gesagt sein. Schnell, lass uns zum Mogul laufen. Bitte, bring mich zur Rumberlichtung. Wenn wir uns unterwegs verlieren, dann treffen wir uns wieder hier, Kupo. Alles klar. Geht's davon weiter? Ich muss einmal ganz kurz bei Kaya ein kleines Update gibt, wann er ungefähr da ist. Wenn denn dann? Man weiß es ja noch nicht. So. Hallo Kuplo. Du beginnst nun eine Geleitschutzmission. Führe Kuplo Korb unbeschadet zum Ziot. Verliert euch unterwegs aus den Augen, kehrt er zum Startpunkt zurück und du kannst einen neuen Versuch unternehmen. Okay, warte mal. Das heißt, er folgt mir automatisch. Das ist sehr schön. Oder auch nicht. So. Lieber warte ich zwischendurch mehrmals. Als dass wir sie alles nochmal machen müssen. Immer diese bösen, bösen Baumhörnchen. So. Ich bin eine feindliche Präsenz, ja, da. Ich hasse diese Geleitmission, ey. Also Geleitmissionen sind so mit das Schlimmste. Oh, das ist noch so ein Viech.
Ihr seid grauenvoll. Aber wir haben es bald. So Mini-Mob-Wolz, ne? Ja, ja. Großer fetter Mob-Wolz. Ah, Kacke. Zu spät da rausgekommen. Kacke. Ja, toll. Und wieder drauf. Nicht. Noch einer. Genervt. Mit kleiner Kupo. Kuplo. Sollten jetzt eigentlich. Da. Hallo Luna, schön, dass du reinschaust. Ich habe ein neues Outfit. Echt? Welches denn? Wie sieht's aus? Sehen will! Juhu, Kupo, jetzt kommen wir weiter und den ver... Und dann verprügelst du die Mokrigare, ja? Will keine Mokris kloppen. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Kann ich nicht machen. Ich will nicht. So schwer. Ich will nicht. Ich weigere mich, okay. Oh, ja. Gut. Ne? Königliche Konfrontation. Oh. Ah. Luna! Wee. Ist das das? Wenn ja, sieht's mega geil aus. Ich müsste eigentlich mein eines Outfit auch nochmal ranpacken. Habe ich immer noch nicht gemacht. Hab ich auch zwei neue Sachen gekauft. Aber die wollen irgendwie nicht ankommen. Ah, wie bei mir neulich. Aber ich weiß gar nicht. Die letzten Sachen, die ich mir dann geholt hatte, waren, glaube ich, drei Sachen. Da habe ich, glaube ich,
3 oder 4 Stunden drauf gewartet. Ja, und dann, jo, schön. Toll. So. Das ist... Okay. Ich muss wohl meine Sachen erstmal reparieren gehen, ha? Huh? Okay. Gut. Okay. Teleport. So, doch wieder Ewigkeit, bis ich dann da bin. Wobei, dann kann ich meine einen Outfits da reinpacken. War vielleicht gar nicht mal so schlecht. Habe ich auch noch ein Outfit, was ich mir eigentlich auf die Rüstung packen wollte. Werde ich dann einmal schnell tun. Hier. Oh, Reparatur, das ist schon mal gut. Ja, bitte alles einmal reparieren. Ja. Ja, und einmal kurz ins Gästezimmer. Wahrscheinlich das, was ich gleich suche, finde ich wahrscheinlich eh nicht. Dann muss ich auf Anhieb. So, jetzt. Suchen. Ah! Mist! Scheiße! Nicht? Hab ich echt keins mehr? Nee, tatsächlich. Okay. Geht dann nicht. Dann nicht. Dann einfach. Dann machen wir es beim nächsten Mal. Wenn ich diese Kristalle da wieder habe. Ist ja nicht so wild. Mal. Ah, ne. Das ist toll, dieses Pferdchen. So. Und jetzt heißt es nur noch warten. Wie immer. Wäre schön, wenn es mal anders wäre. Ich habe noch nicht mal mehr was, was ich im Ostfeld suchen kann. Thank you.
Oh. Gut, aber... Warte mal, dann packe ich einmal ganz kurz hier nochmal das eine Reittier rein. Ich glaube, das werde ich auch relativ oft benutzen. Nein! Nicht das hier. Das hier bitte einmal. Oder fliegen wir einfach durch die Gegend? Ja, auch kein Problem mit. Ist so ein bisschen interessanter, als die ganze Zeit da vorne zu stehen. Problem ist, wir haben fast nur noch Enemies. Ich glaube, das ist hier fast alles. Ja, dann dieses Garuda-Viech durchgehen nochmal. Sehr schön, Luna. Freut mich, dass er nicht da ist. Wir fliegen ja einfach mal so ein bisschen durch die Weltgeschichte. Wie ist die Musik? Durchschnitt 20 Minuten. Ja, ihr wollt mich doch verkohlen, ey. Ich hasse warten. Ich hasse einfach nur zu warten. Das ist grauenvoll. Gut, das hier könnten wir noch machen. Aber ich schätze mal, das wird auch zu einer Innie. Das andere sowieso alles. Ja, wir können nichts anderes machen als warten. Einmal kurz gucken, ob ich recht habe damit. Aua. Oh. Vor auf die Lippe gebissen, ey. Das freut mich aber, dich wiederzusehen. Du erinnerst dich doch noch? Auf der Feier haben wir zuletzt gesponnen. Von deinen Großtaten hat mir Alfino schon berichtet. Die Ultima-Waffe hast du zerstört, den allianischen Wolf besiegt und Tancake gerettet. Es ist kaum zu glauben, was du alles allein verbracht hast. Deswegen habe ich Urianga gebeten, dich zu mir zu schicken. Ich und dieser Name. Kurz gesagt, brauche ich deine Hilfe, um einen bestimmten Ort in Castrum. Oh Gott. Okay, dann zu finden. Untersuchen. Vielleicht weißt du das nicht, aber vor 5 Jahren beim Einschlag Danamuts an der 7. Katastrophe, der die 7. Katastrophe über uns brachte, wurden die Erdplatten stark verschoben. Und dort, wo jetzt der galaische Stützpunkt steht, entstand ein riesiger Hohlraum. Legatus Gaius von Bilsa hat das Castrum gerade aus diesem Grund dort errichtet und einen seiner fähigen Feldherren zur Verteidigung abgestellt, um die Höhle zu erforschen. Es war also gar nicht der Stützpunkt für die Eroberung, wie sie es gedacht. Ja, als du mit der erneuten Unterwerfung der Primae beschäftigt warst, haben wir hier mehrere Äther-Eruptionen beobachtet. In Castrum war plötzlich alles in größter Unruhe. Wie gesagt, ich kann das Wort nicht aussprechen, deswegen bitte nicht wundern. Dass gerade hier in den Namen des Einschlags von Dalamut solche Ausbrüche geschehen.
geschehen ist vielleicht kein Zufall. Womöglich wurde durch den Aufprall ein neuer Primär aus seinem Schlaf geweckt. Und bitte nicht. Großvater, der den... ihr den Weisen... Louis Sox nennt, hat vor 5 Jahren versucht, die Kraft der 12 zu kanalisieren. Den Absturz des Mondes auf den... auf die Karte Noah Heide aufzuhalten. Als aus Dalamut der Primae Bahamut hervorbrach, setzte er all seine Kraft ein, um den riesigen Gott zu bannen. Und dabei verschwand er in einem gleißenden Licht zusammen mit dem schrecklichen Bahamut. Ich muss die Wahrheit wissen, wo mein Großvater ist, was bei dem Unglück wirklich geschah. Das ist meine Art, Eherseher zu helfen. Wir müssen in die Höhle unter Castrum einsteigen. Du musst mir dabei helfen. Dort unten in den Tiefen werden wir dem Rätsel der 7. Katastrophe auf die Spur kommen. Lass mich raten, Inni. Aber ich muss es mit eigenen Augen sehen. Eher kann ich nicht ruhen. Ich bitte dich um Hilfe. Wer sonst könnte es tun, wenn nicht du? Ich habe geschworen, diesem Geheimnis zu lüften. Und du kannst doch auch nicht ruhig schlafen, ohne es herauszufinden. Wirst du mir helfen? Ich danke dir. Du bist eben eine richtige Abenteurerin. Dann lass uns gleich mit den Vorbereitungen beginnen. Wir müssen den Castrum und den Eingang zu der Untersuchungsstätte finden. Wenn du den Zugang zur Höhle sichern könntest, kannst du dann bitte Broca hier in Weinhafen Bescheid sagen. Du hast bereits Gaius von Belsa besiegt. Ich weiß, dass du nun auch Castrum mal hinnehmen kannst. Ja, naja. Geht. Das jetzt? Da. Wahrscheinlich fürchte ich, dass das hier wieder in einer Mini endet. Muss da rein, oder? Ah, okay, da muss ich hin. Ich habe verstanden. Karte richtig lesen können. Nein. Wie gesagt, wahrscheinlich können wir das eh noch nicht machen. Hundertprozentig, wenn wir drin sind, geht das Ding hier los. Von beiden Möglichkeiten wird eintreffen. Ah, okay. Das sind wir schon. Ja, yep, ich hab's befürchtet. Ja gut, okay, wir müssen sowieso warten. Wir haben jetzt nichts mehr Großes, was wir uns nebenbei machen können. Wir brauchen eine Gruppe.
Also. Ich liebe meine dicke Katze. So, dann warten wir einfach hier. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Nicht wahr? Durchschnitt 29 Minuten. Ihr wollt mich verkohlen, oder? Ich hasse es. Ich will nicht mehr. Wissen wir, was cool ist? Klar. Immer doch. Was war das für ein Geräusch? Wenn ich jetzt im White Mage wechsle, dann sieht es so aus. Sehr cool. Alter. Voll cool. Will auch. Ich will auch. Will auch. Ah. Oh, White Mage, willst du, dass ich mitkomme, dann geht's schneller. Wenn du Zeit hast, gerne. Immer gerne. Wie finde ich den Bogen cool? Wenn du willst und ich darf, komme ich auch gerne mal mit in den Discord. Klar, gerne! Kann sie gerne machen. Müsste ich nur. Scheiße, ich bin ja immer noch bei den Mods mit drin. Ja, schön. Da bist du drin. Hallo? Ist zwar komisch, es bleibt zu, aber hi. Hi! Na? Na? Ich muss ihn ein bisschen leiser machen, glaube ich. Warte. Sag nochmal was. Hi. Ja, so passt das. Sehr cool. Was bringst du denn da? Gar nichts. Sehr cool aus. Das ist hinkig. Ah. Ich glaube doch nicht. Sehr schön. Danke. Und dann? Sehr lieb von dir.
Bereiten, einen Mokri zu töten? Nee, eigentlich nicht. Ich will keine Mokris töten. Ich mag Mokris doch. Ich mag doch den Mokri. Mal wieder war alles nur auf den Baden. Es, ja, kann doch nichts dafür. Meine Leute kennen diese Quests noch nicht. Ich auch nicht. Und oh Gott, ich will die knuddeln. Und mein Mokri sitzt aber am Ende des Raums, ey. Ja, der muss die Augen zumachen. So, der Bart ist auch mal da. Ach ja, mir tut das immer so leid, wenn alle dann immer nur auf mich warten. Muss es nicht. Ganz ehrlich, aber es gibt so viele Leute, die diese Quests fahren. Du hast immer das Pech, dass du genau immer die bist, die gerade schaust. Ja, der Grund, warum ich in den Bus gekommen wollte, die Mechanik über den Bus. Ah, okay. Es gibt, sobald die zweite Phase eintritt, ich hoffe, dass es irgendwer markiert, muss man die Kokos in verschiedenen Reihenfolgen töten. Oh Gott. Diese Reihenfolge war nicht mal ich auswendig. Ja. ja, ich und irgendwelche Reihenfolgen. Ich glaube, in sämtlichen Spielen, wo es sowas gibt, ne? Rata wäre es immer als erstes verkackt. Also? Ich bin da so mega schlecht drin. Oder merkt ihr die Reihenfolge, was du tun musst? Egal wie oft ich ein Spiel gespielt habe, ich vergesse es sowieso. Aber die Namen der Mokris sind cool. Raufbart. Sehr, sehr geil. Ich schau grad mal nach in einem YouTube-Video wegen der Reihenfolge. Hey, warum tapp ich raus? Jetzt hör mal, sie tanzen jetzt. Ach du grüne Neune. Irgendwie ist das cool. Der Boss ist richtig cool gemacht, aber ist auch ein Qual. Ach du Kacke. Die Musik ist ja geil. Queen Shiva, du darfst nicht auf den Boss gehen. Also am besten ist es hier, den Boss erstmal zu ignorieren. Desto mehr Schaden er hat, desto mehr Macht er hat. Ah, okay. Jedenfalls solange die Mokris, die anderen, die Kleinen, nicht getötet sind. Und deswegen wipen wir hier ganz gerne mal. Oh, weil, ja. Was du auch gerade siehst. Yep. Weil immer ab einer gewissen Prozentzahl macht der König Mogulmol, oder wie auch immer der aber heißt, eine AOE und die wird halt mal zu mal stärker. Ah, sehr schön. Pass auf, ich weiß es nicht. Super, danke. Gerne. Aber die Musik ist trotzdem echt cool. Also die ganze Gruppe vibet und das fühlt schon einfach, ach, die Musik ist aber cool. Und rip. Aua. Eww.
Bye, bye, hi. Ich feiere die Musik trotzdem. Egal, wie oft wir an sterben. Das zu öfter hast du die Musik oder so. Ja, ich profitiere davon. Mucke wie Nightmare ein wenig. Stimmt, Nightmare Before Christmas. Stimmt. Ja, völlig acht. Ja. Ich finde auch im Mountain hat die Musik. Wo ist Skellington? Der ist als Mokri verkleidet. Wommelbrater. Tarnkaffee. Oh, das ist ein geiler Name. Ich brauche nur einen Namen für meinen Mokri. Oh, mir tun die Dinger so leid. Linker Fuß. Mokri. Spielverderber. Und mein Raufebart ist wieder da. Hallo, Raufebart. Ey, diese leuchtenden Bommel. Warum leuchtet meiner nicht? Also, vor meinem Mokri. Ja, bevor wieder von Frisches irgendwas kommt. Ich weiß, dass es ihm schon wieder auf der Zunge brennt. Ich kenne ihn ja. Warum leuchtet mein Bommel nicht? Gott sei Dank. Ja, ey, komm, sei froh, dass Dell gerade noch nicht da ist. Dann. Du kennst den doch, der sitzt doch bestimmt irgendwie im Dorf und wartet auf solche Momente. Stimmt. So, inkognito mal wieder. Oh, ich find die cool. Ah, ich feier das. Yeah, Disco. Ich brauch das Lied auf meinem Handy. Ja. Mal schauen, ob wir es noch schaffen. Warum? Warum? Ich halte Queen Shiva jetzt nicht mehr. Ne? Ja, sie ist auch für den Mokri-Anzug. Vielleicht hat es hier das gerade ernst, ich will wieder die Thema. Dann will ich es nochmal wipen, dann lese ich mir einen Guide durch und schaue mal die Reihenfolge nach. Jo. Ja, vielleicht schaffen wir das ja. Also, du kannst einen Fall hast es ja, ne? Oh, ja, ja, ja. Aber ich brauche das Lied trotzdem. Hör auf, mich anzuziehen. Nein. Aua! Du dich! Nein! Aber wir sind nebeneinander gestorben! Oh, hallo! Es sieht cool aus! Oh, scheiße! Perfekt, ich hab die Reihenfolge. Sehr cool. Zuerst den Bommelbrater, dann den Flinkfuß, dann den Liederschmied, dann den Tarnkappe und dann den Spielverderber. Okay. Und danach ist egal, ob man zuerst den Raufebart oder den Wollerhand angreift. Okay. Kriegen wir hin. Also, sag's mir gleich nochmal, welcher als erstes. Mal einmal kurz. Aber diese Musik ein bisschen leiser machen. Ist
dreh gleich durch. Also nicht weil, wegen der Musik, sondern einfach nur, was laut ist. Ja, an manchen Tagen, das schreit mich jedes Spiel an. Und dann gibt's wieder Tage, da ist es so leise. Wie mit den Alerts. Mal ist es so richtig laut, so dass du dich echt richtig erschreckst, selbst bei einem normalen Alert. Und dann an manchen Tagen ist es so mega leise. Wo du dir auch nur denkst, yo, toll, hörst du nichts. Das war kein Baby Yoda mehr. Warum schreibt er das erst jetzt? Ja, du sollst ja nicht pullen. Ah, oh, schön. Pull, bam, bam, bam. Halb's nicht. Schon oft genug gehabt, dass die Leute dann sagen, ja, ich reporte dich. Da habe ich echt keinen Bock mehr. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich nur Streamern helfe. Weil bei einem normalen Innen, da kriegt man so oft einen Report ab, nur weil man hilft. Mm. Und ich habe da echt keine Lust drauf, meinen Account zu bringen, wegen helfen. Ach ja. Gibt schon Leute, fragt man sich, was geht bei euch vor? Ich sag nur diese eine wunderbare Tank neulich. Bei einer Inni, bei der ich noch nie gestorben bin. Noch nie. Die eigentlich sowas von einfach ist. Und plötzlich, juhu, RIP. Und das ist nur, weil er echt alles gepolt hat. Aber wirklich alles. Und du denkst dir auch noch so, Leute, das schaffen wir gar nicht. Wie willst du das schaffen in der Zeit? Also, jetzt. Bommelbrater zuerst. Mhm. Bommelbrater, okay. Wo ist Bommelbrater? Mhm. Bommelbrater. Ah, ich sollte meine Firma holen. Ah, Bommelbrater. Ja, Bommelbrater. Böser, böser Bommelbrater. Nach Bommelbrater den Flinkfuß. Mhm. Okay, wo ist er? Da. Nein, nein, nein. Geh da raus. So, dann den Liegestiegel. Soll ich nicht wieder? Warte. Alles gut. Zeit, die Musik zu genießen. Ja, ich sehe dich wieder. So. So, dann den Zahn kappen. Okay, der ist schon tot. Also jetzt nur noch die Kleinen. Einfach jetzt, ist es egal, welchen von den beiden. Gleich mal erwähnen, dass wir die einzigen beiden aus der ganzen Innenstadt waren, die sich in die Reihenfolge gehalten haben. Ja. Ist mir aber auch schon aufgefallen. Ich glaube, den anderen war das mal so egal. Ich schicke meinen Mainscreen noch nicht. Ich feiere diese Musik, ich brauche das Lied.
Ich brauche es. Das wird mein neuer Klingelton. Alter. Man hört nur noch Kupo, Kupo, Kupo. Braucht sie. Braucht sie alle. Jeder Einzelne. Nee. Hey, zwei Anerkennungen. Oh, hallo. Hallo, Kublo. Hast du die Mokri gerade ordentlich vermöbelt? Ja, haben wir. Und den König auch. In Glück, Kupo. Ich liebe Kublo Kopf. Kublo Kopf ist toll. Es tut mir ja leid für meine Freunde, Kupo. Aber es ging nicht anders, stimmt's? Ich muss mit dem Häuptling sprechen, Kupo. Er muss die Mokrigade ordentlich ausschimpfen, damit sie sowas nie wieder machen. Nie wieder. Sag Pucknipack, dass der König besiegt ist. Er ist bei Rayao in Kems Seelenruhe. Eine schöne Grüße von mir, Kupo. Ich komme auch bald. Ja. Ich habe endlich ein Pferdchen. So. Bitte sehr, hier ist ein Soundtrack. Ja. Woher hast du denn das? Hast du denn das? Das habe ich mit Winona jetzt. Achso, das ist mit Winona gekommen, okay. Am Freitag. Haben wir es gefarmt. Achso, ja. Ich hab mir ein neues Bomb geholt. Ich hab vergessen, welches. Das war das Ding. Sehr cool. Aber sieht ein bisschen gruselig aus. Ganz klein bisschen gruselig. Warte, wo muss ich jetzt hin? Was muss ich tun? Ob das funktioniert sogar hier auf dem Pferd. Also auf dem Mount. Ich liebe diesen süße kleine blaue Viech. Ist toll. So, mal sehen, ob ich mich wieder verfliege. Habe ich vorhin wieder wunderbar hingekriegt. Ja, trotz Karte. Fliegst du erstmal in die falsche Richtung? Da lag. Diesen Weg Richtung und dahin. Hörchen. Abfließen. Ich hab keine Lust auf Hope Story. Kann ich verstehen. Ja. Ich habe mir mal angeschaut, wie viele Quests sind auf die Seven Swords gehen. Okay. Wenn ich jetzt einfach mal so grob rechne, dann sind wir so bei so ungefähr 76. Oh Gott. Mhm. Oh Gott. Ich bin in 3 Jahren noch nicht durch. Wenn du jeden Tag die Zeit spielst, die du jetzt spielst, bist du da in 2 Wochen bis 3. Okay. Gut, also ich muss sehr, sehr viel und lange und intensiv spielen. Korrekt. Mann, funktioniert doch. Danke. So. Der Moment, wenn man noch so viele Indies hat, die man noch machen muss. Ach ja, stimmt. Ach nee, doch. Baruda ist fertig. Ist immer noch hier drin, aber... Stimmt, Titan kommt dann an. Ah ne, doch, Titan habe ich auch geschafft.
bin zwar bei Titan dreimal gestorben, aber passt. Habe ich trotzdem hingekriegt.